Ja, Thanos, hallo. Jetzt hat man 2:0 gegen den VfB Stuttgart verloren, hat aber richtig viele Chancen eigentlich gehabt. Woran hat es heute gelegen, dass es dann doch wieder nicht geklappt hat? Ja, ich denke mal, wir waren nicht konsequent genug in unseren Abschlüssen, haben das erste Tor unnötig bekommen, hatten danach eine Riesenchance auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit auch viele Chancen gut rausgespielt, hatten Chancen plus und ja, ist natürlich bitter, wenn man im Nachhinein das Spiel verliert und man denkt, wieso hat man verloren? Ja, was kann man dann so aus so einem Spiel dann mitnehmen? Ja, man kann daraus mitnehmen, dass wir Torchancen kreiert haben, nur der letzte Punch hat gefehlt, um die Dinger zu verwerten. Und da ist halt der Anhaltspunkt, daran zu arbeiten, dass wir die Entschlossenheit haben, die Dinger reinzumachen. Ja, Christian, 0:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Was glaubst du, woran hat es gelegen heute? Ja, wer das Spiel gesehen hat, hat eine Mannschaft gesehen, die viele Torchancen hatte, aber der Ball nicht reingegangen ist. So viele haben wir lange nicht mehr gehabt oder in allen Spielen nicht zusammen und das ist extrem ärgerlich. Aber wir müssen damit offensiv umgehen, selbstkritisch. Kann sich heute jeder an die eigene Nase packen, ob das bei Standardsituationen war, ob das bei der Chancenverwertung war. Das war heute nicht so. Wenigstens haben wir Chancen kreiert und müssen nicht wieder dieselben Fragen beantworten wie in den letzten Wochen, wo es daran gehapert hat. Heute waren, denke ich, wahnsinnig viele da. Unsere Fans haben das auch honoriert, aus meiner Sicht. Für uns geht es weiter. Es wird weiter brutal schwer, ohne Frage. Und letztendlich ist mir wurscht, wer trifft. Nur irgendwer muss es machen.